Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Light. Was ist das Geräusch? Wollten wir beim letzten Mal rausfinden? Eigentlich will ich das gar nicht rausfinden, aber okay. Nur vorsichtshalber. Was ist das? Ist es alleine? Es ist gefangen, oder? Bevor die durchdrehen, bleibe ich mal im Schleichmodus. Oha, gibt's hier viel zu looten. Alter, da oben. Oha, wir müssen auf jeden Fall nach oben. Definitiv. Wir müssen definitiv nach oben. Ich hoffe, die bleiben da drin. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das hier alles? Und sind wir hier alleine? Also, abgesehen ist von den beiden da. Wie gesagt, das ist jetzt keine Mission, wo wir jetzt gerade hier unterwegs sind. Erwobenes haben wir gerade gesammelt. Pilze, glaube ich. Boah, hier kriegen wir auf jeden Fall jede Menge Loot. Lootfinger! Oh, wir können was herstellen. Was können wir denn hier herstellen? Poison. Gift. Will ich aber jetzt nicht unbedingt. Also, brauchen wir jetzt nicht. Wichtig ist jetzt, dass wir hier sicher rauskommen gleich wieder. Hier geht's noch weiter nach oben, aber ich bleibe erstmal auf der Etage. Es sieht sehr spannend aus hier, wenn ich das was sagen darf. Alter, das Spiel entpuppt sich immer mehr und mehr als unglaubliche Achterbahnfahrt. Des Erkundens. Emotionale. Was? Ich habe immer Angst, dass hier gleich irgendwo eine Bombe explodiert, weil irgendwo Fallen. Weil irgendwo Fallen sind. Nein! Mist! Wir haben keinen Dietrich. Verdammt, egal. Fuck! Scheiße. Durch die ihre Dings da höre ich den nicht, wo der hinten ist. Ich hoffe, der ist alleine. Macht er gleich mal mit. Dann denken die gleich, ich bin einer von denen. Puh.
Weil ich habe denen seine Schritte nicht gehört, weil die da unten immer am Kräucheln sind. Über uns muss einer sein. Alter Schwede, es wird immer spannender. Ich bleib trotzdem erstmal hier drüben. Ich weiß schon, warum ich hier vorsichtig laufe. Was? Nein, wie gruselig! Obwohl der lustig aussieht. Ich wollte den Fernseher nicht ausmachen, es tut mir leid! Ich wollte das nicht. Was ist das für ein scheiß Wetter hier? Was? Was? Wer? Wo? War? Warum? Was war das? Alter, dieses Spiel! Ja, beruhigt euch mal da unten, Mann! Okay, hier kommen wir nach oben. Hier können wir sogar... Können wir sogar drüber laufen. Weiß zwar nicht, wo wir da hinkommen. Wir haben zwei Hauptmarkierungen, ne? Einmal da, 124 Meter, und einmal hier, 114 Meter. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal im Gebäude. Ist ganz spannend hier. Oben war ja ein junger Mann gewesen, ne? Den würde ich erst gern einmal einen Besuch abstatten. Wenn wir schon einmal dabei sind. Der müsste ja hier sein. Ja, da hinten ist er. Frage ist, ob der stehen bleibt oder ob der auch wandert, also eine Patrouille hat, also eine Route. Ich glaube, der bleibt stehen. Bin mir aber nicht sicher. Boah, durch diese Taschenlampe sehe ich fast nichts, ne? Ich weiß nicht, was für ein Gebäude das war. Ich bin mit, also... Es könnte ein Café gewesen sein, es könnte... Ich weiß es nicht, also... Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich scanne mal. Nein! Falsche Taste, Entschuldigung. Da ist ein Pilz, glaube ich. Ah, jetzt sind wir wieder hier, ne? Okay. Kann ich den Pilz... Da. Nice. Okay. Gut, dann gehen wir mal zu dem jungen Mann. Der wird uns ja... quasi erwarten. Oder beziehungsweise nicht erwarten, sondern oh Gott, wie wird das denn nachts werden, wenn wir hier nachts haben? Das ist ja jetzt Abend, ne? Wo wir jetzt gerade sind. Dass es solche Ausmaße nimmt, das Spiel, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, guck mal einen an. Erstmal lesen. Die, Exekutive an Gen IV Kosolov betreff Delta FOB zusätzliche Finanzierungsanfrage. Seien Sie versichert, dass wir Ihre Bedenken hinsichtlich der aktuellen Situation in unserem Forward Operation Base auf dem Linienplatz sehr ernst nehmen. Die Zahl der Opfer unserer Militärspersonal aufgrund taktischer Begegnungen mit den sogenannten Schatten und den lokalen terroristischen Elementen scheint in den letzten Tagen exponentiell zugenommen zu haben. In ihrer letzten Mitteilung haben sie den Begriff
eine blutige Kriegszone des Königs verwendet. Wir bewundern die Leidenschaft, die sie für ihre Männer und deren Wohlbefinden zeigen, aber wir glauben nicht, dass dies eine genaue Beschreibung des aktuellen Zustands in dem Bericht ist. Wir möchten Sie ausdrücklich daran erinnern, dass sich die wichtigsten CH1-Forschungsressourcen im Kraftwerk befinden und die Sicherung der Anlage stets unter oberster Priorität bleiben soll. Andere Überlegungen sind zweitrangig. Daher müssen wir Ihren formellen Antrag auf zusätzliche Finanzierung für Delta FOB ablehnen. Wir empfehlen Ihnen, die Ressourcen, die Ihnen von unserer Organisation bereits zur Verfügung gestellt wurden, besser zu nutzen. Ihre herausfordernde Erfolgsbilanz sowohl in militärischer als auch in zivilen Managementstrukturen gibt es uns das Vertrauen, dass Sie in der Lage sind, die aktuelle Krise schnell und effizient zu bewältigen. Wenn sie die Situation bei Delta FOB weiter verschlechtert, haben wir keine andere Wahl, als eine interne Finanzüberprüfung zu fordern, um etwaige Mängel bei der Verwaltung vom Unternehmensfonds festzustellen. Seien Sie versichert, dass Sie unsere kontinuierliche Unterstützung haben, die Exekutive. Die Schatten, ne? Haben sie genannt, oder? Schatten, die sogenannten Schatten, das sind wahrscheinlich die Kreaturen, die unten hier gerade die Geräusche machen. So, jetzt gehen wir den jungen Mann mal besuchen. Der rechnet ja gerade nicht mit uns. So. Okay, haben wir. Erstmal looten. Alter, was ist das hier alles? Holy shit. Auf jeden Fall ist das diese, ich glaube, diese Militärbasis, von der wir gerade gelesen haben, müsste das hier sein. Wo wir gerade reingeschlendert sind. Okay. Gibt's hier noch was zu lesen? Können wir irgendwas am Computer nachgucken oder schauen oder... Ich fänd's doch cool, wenn man noch in den Computer noch so ein bisschen so nachschauen könnte. So wie bei anderen Spielen, weißt du, wo du so ein bisschen so infiltrieren kannst und dann anschließend kannst du die Computer nachgucken. So ein bisschen lesen, Dokumente lesen, die da zu finden sind. Okay. Ich würde gerne nochmal einmal einen Projektor gucken. Weißt du, dass du dich so ein bisschen so reinhackst in die Rechner oder beziehungsweise einfach offene Rechner so nachschaust? Wieso? Wieso ist es jetzt ausgegangen? Ich wollte doch gucken. Das finde ich aber eine Unverschämtheit. Das sieht aus wie eine Turnhalle hier, ne? Ich glaube, das war mal eine ehemalige Turnhalle hier. Sieht zumindest laut Boden und ja, das war eine Turnhalle, ja. Also war das eine Schule hier? Ich weiß gar nicht, ging es noch weiter nach oben? Ich glaube nicht, ne? So. Ich würde jetzt einmal nach unten gehen. Ich glaube, die Viecher sind sicher da unten drin, sagte er. Kann ich Schnellspeicher mit F5? Nein. Gibt's... Ich schau mal eben in die Einstellung. Gibt's eine Schnellspeicherfunktion? Steuerung? Steuerung zuordnen? Das alles. Verknüpfung zuordnen? Schnellverwendung, Taschenlampe, Card, Tagebuch? Nee. Gibt's glaube ich nicht, ne? Empfindlichkeit mal ein bisschen runter. Mach ich mal so auf 30. Okay. Aber es gibt keine... Das können wir eigentlich auch mal ausmachen, ne?
Nur in wichtigen Momenten zeigen, genau. Platzhalter für Voice-Over. Okay. Gut, ja, lass mal alles an. Aber keine. Schade, ich hätte gerne. Ich hätte gerne Möglichkeit, schnell zu speichern. Weil wenn ihr. Da steht jemand. Ich hoffe, der ist alleine. Puh, das ist nochmal gerade eben gut gegangen. Hallo. Hallo Schattenfreunde. Wie geht's denn so? Alles gut bei euch? Ich will hier gar nicht lange sein, wenn ich das mal so sagen darf. Am liebsten würde ich hier ganz schnell weg. Da liegt was. Nein, drei. Krakauische Frau. Alter 29, Bioalter 9 Jahre, DNA unverändert. 1988 bis 1989. Nanoproben-Patches. B013, B235. Status, ruhend bis 2001. Hybridstufe A01. Geringe telepathische Aktivität. Versuch Nummer B12B. Ziel, Verbesserung der für die Gate-Manipulation erforderlichen Fähigkeiten des Objektes. Vorgehensweise. Professor Simonov und ich entscheiden für die alte Methode, die zu Beginn des Projekts eingeführt wurde. Erhöhung der Strahlendosis. Zunächst wurde eine Anfangsdosis von 500 Mikrosievert für eine Stunde angewendet, um das Immunsystem zu schwächen und zur Erhaltung richtiger Reaktionen von Tschernobyl-Leitzellen im Körper des Objektes. Reaktion. Das Objekt reagiert wie erwartet. Zweite Dosis von 1 Sievert für 80 Minuten angewendet, um Tschernobyl-Leitzellen zur Bildung von Quantenverbindung zu zwingen. Reaktion. Das Objekt reagiert wie erwartet. Dritte und letzte Dosierung, in Klammern tödlich, von 100 Sievert, nachdem Tschernobyl-Leitzellen ein Quantennetzwerk gebildet und das Typ Beta-Bewusstsein erlangt hatte, gelangt es uns, das Netzwerk zu stabilisieren und das organische Gewebe zu entsorgen. Schlussfolgerung. Die Methode von 1988 ist immer noch die beste Methode, um ein Quanten-Tschernobyl-Leitnetzwerk zu bilden, um dessen Zusammenbruch zu vermeiden. Leider ist der Nachteil der Tod des menschlichen Wirts. Die Lebensdauer des Hybrids beträgt 48 Stunden. Nach dieser Zeit verliert das Netzwerk seine Stabilität, wodurch das Öffnen des Gates und seine Stabilität unmöglich werden. Also, Menschenmanipulation mit Kreaturen oder beziehungsweise mit gewissen. Ja, mit einem gewissen Kick, kann man sagen. Also wollen sie irgendwie versuchen, den Supermenschen zu kreieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde sagen, ich verschwinde hier mal. Denn mir wird's gerade ein bisschen ungemütlich hier. So. Na dann. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun hier, ne? Und noch ein bisschen was zu erkunden. Ja, Werkzeuge. Das kann ich nicht mitnehmen. Klebeband, Duct Tape. Aber leider nicht möglich mitzunehmen. So, wir müssen hier lang. Hoffe ich, sagte er. Wie nebelig und so
diesig und Dunst. Dunk, dunk. Aha. Hab dich gesehen. Oh, da läuft noch jemand, ne? Fuck. Da ist ein Pilz. Nein. Bin so doof. Scheiße. Nein, 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 nicht Radioaktivität. Dieser Blitz. Geblitzdingst. Mann, ich wollte den Pilz noch mitnehmen. Na, so. Ich zähle zwei, ich zähle drei sogar. Oha, drei Leute. Ich zähle drei Leute. Das ist nicht gut. Ich zähle drei Leute. Keine gute Position, ne? Oh nein, der kommt hin, ne? Bleibt er da? Alter. Oh nein, bitte nicht. Bitte bleib da. Kann ich da durchlaufen? Na! Komm, 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 schon, 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 nein, 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 nein. Nein, die haben mich gesehen. Scheiße, fuck. Scheiße, die haben mich gesehen. Fuck. Scheiße. Oh, wie viele es sind. Holy Jesus, da muss ich aber dezent groß. Das sind ja mehr wie drei. Oh, fuck. Jetzt muss ich aber dezent groß. Da muss ich aber los. Bruder. Da ist aber jetzt aber Achterbahn. Hoch 10. Na komm. So, den haben wir. Boah, mit dem Nebel sieht man halt nichts, ne? Willst du mal erwähnt haben? Wie viele auf einmal waren. Blub, 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 blub. Die ganzen Ausrufezeichen. Ah. Hallo, mein Freund. Da ist einer. Bleib stehen. Bleib stehen, Mann! Das waren aber nicht alle, ne? Ich wollte es erwähnt haben. Da kommen noch mehr bestimmt. Das waren noch nie im Leben alle. Das Scope hat sich jetzt schon bewährt gemacht, ne? Ich muss sagen, das Scope hat sich jetzt schon bewährt. Also das Visier, ja, hat sich jetzt schon gelohnt. War das alle? Ich frage für einen Freund. Mein Gott, was ist denn los, Petrus? Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Leichen finden, ne? Hier liegt schon mal eine. Oh. Hallo. Da liegen zwei. Hier lacht, glaube ich, auch irgendwo einer. Ja, hier. Da. Das war den wir abgemorchelt haben. Oh. Ja, das war definitiv ein Heady.
Das war auch ein Hitty. Das würde ich sagen, war definitiv auch ein Headshot. Alter, ihr wolltet ja nicht hören. Ich tue euch nichts. Was denn hier? War das Gegner oder war das? Alter. Was ist denn hier los? Ich gehe erstmal hier rein. Kann das Spiel vielleicht speichern? Sind das Soldaten oder sind das? Ich bin mir gar nicht sicher, was das sind. Nein, wir können den Schrank öffnen, wenn wir einen Dietrich hätten. Verdammt. Mist. Das ist ein Autoscooter hier, ne? Lul. Wissenschaftler. Frage sie. Was machen sie hier? Ich stimme Ihnen zu. Nun, ich kann so tun, als wäre der Schattenführer. Lass uns Spaß haben. Nehmen Sie Ihren Tschernobyl Light. Ich werde sie gehen lassen, damit sie gruselige Geschichten erzählen und die Soldaten Angst machen können. Stimmt, wir können ja durch Dings reisen, aber... Sie haben Tschernobyl Light, ich nehme es. Dreimal Tschernobyl Light haben wir bekommen. Die denken, wir sind ein Schattenwesen einer erweiterten Form, weil wir ja auch quasi mit Tschernobyl Light reisen können. Gar nicht so doof. Auf der 4, ne? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, hier sind wieder die Monster. Wir müssen ja noch unsere Hauptziele hier erfüllen. Da sitzt auch jemand. Wo geht's denn hier hin? Wie riesig diese Gebiete einfach sind, obwohl das nur kleine Karten sind eigentlich. Aha. Nehmen wir mit. Mechanische Teile nehmen wir mit. 15 Mikrosievert hier oben am Dach gewesen. Jetzt wird's weniger. Hm, er wurde einfach getroffen. Das juckt ihn einfach gar nicht. Moin! Nee, kein Interesse. Tatjana gesehen? Ja, ich höre eine Jungs.
слышали ее имя? Татьяна. Татьяна Амалиева. Она была ученым, физиком, ядерщиком. Пропала. Атомфизикарин из ее. Ага. Семья забыта. Одна. Неа. 30 лет? Слишком давно. Да нету тут физиков, ядерщиков в округе. Да и женщин в зоне совсем немного. А на тени померещилась, чувак. Левое воспоминание, да, стрёмный призрак. Ладно, проехали. Ладно. Ну, приятного это вряд ли. А вот расслабона будет достаточно. Kann es sein, dass wir diese Blitze nur sehen und die nicht? Diese grünen Blitze und so? Kann das möglich sein? Weil ich bin mir da nicht sicher. Weil wir mit diesem Chernobyl Light ja auch ein bisschen mehr zu tun haben. Ich glaube, ich sollte langsam zum Ende kommen. Das Spiel speichert. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier zu beenden. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt Chernobyl Light. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.